Servus, grüß dich, ich bin der Reinfred. Ich bin's. Ich darf euch recht herzlich zu meinem ersten Videotraining begrüßen und ich würde sagen, wir fangen gleich einmal an. Ich hoffe, ihr seid motiviert und tat's gescheit, weil sonst hab ich. Wir fangen einmal ganz locker an, indem wir den Bauch einziehen, gerade hinstellen. Wir heben einfach einmal nur die Fersen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein bisschen ein lockeres Training, eigentlich im Augenmerk eher auf Beweglichkeit, Gleichgewicht, dass wir halt locker werden wieder, weil ich mir denken kann, die mehreren von euch werden ja schon halber Zeit groß sein und steif sein, vom Film daheim sitzen müssen. Also kräftig kompatibel, da wird keiner diesmal ausfallen, aber ihr seht es dann nicht. So, wir gehen vor zurück wippen, also jetzt werden wir die 10 Ballen vom Boden lösen. Nächste ist, wir stellen uns auf die Außenkanten, dann auf die Innenkanten. Da gehen natürlich die Knie zusammen. Nehmen wir Außenkanten, Innenkanten, Außenkanten, Innenkanten. Eine große Bitte habe ich, das werde ich öfters noch sagen, schaut euch bitte nicht selber beim Üben zu. Das ist nicht gut für euch, als wir sein, sondern schaut zum Bildschirm. Ich weiß sehr, dass ich nicht so schön bin, aber trotzdem kann es für euch schauen. Achsen, was ihr da hört, ist nicht der Boden, sondern das sind tatsächlich meine Gelenke. Kann ich auch ändern. Da ist der Boden. So, da wieder gut ausschütteln. Jetzt machen wir das Ganze gegengleich, also einmal so, einmal so. Oberkörper bleibt gerade, Bauch ist angespannt, Arme und Füße trotzdem anspannen. So, das ist schon mal. Wir stellen uns ein bisschen breiter hin, machen ganz ein bisschen, nur 5 oder 10 cm nach unten. Ein paar Mal. Bei diesen Übungen schauen wir bitte immer darauf, dass die Knie nicht nach innen einfallen. Das gefällt mir gar nicht. Ich möchte, dass die da draußen bleiben. So, für die nächste Übung war es natürlich jetzt sinnvoll, wenn es keine Schuhe hat. Wer jetzt noch Schuhe hat, der schaut bitte kurz auf Pause. Zieht sich die Schuhe raus, weil sonst kann er das nicht mitmachen und dann wieder ein. Klar? Weil ich möchte, dass wir die Zehen so überholen, dass die Zehennägel am Boden anliegen und wir in Riststreck gehen. Also da auch ganz viere da und so hin und her. Und Standbein bitte nicht durchstrecken, sondern ein bisschen abwickeln, immer. Der Rest vom Körper steht natürlich wieder gerade da, wir schauen nach vorne in den Bildschirm hinein. Andere Seiten wieder aufpassen, dass es nicht so da steht. Das ist das, was ich in die Supermarktkassen überall sehe, das ganz schlecht in Wahrheit ist. So. Dann können wir wieder. Bleibt das gerade. So.
absichtlich nicht tiefer, weil ich möchte jetzt nur, weil die Knie noch kalt sind, euch nicht so tief einjagen, weil das ist dann auch nicht gut. So, als nächstes stellen wir uns in einen L hin. Also viele von euch kennen das. Das Standbein ist abgewinkelt, ziemlich stark abgewinkelt. Auf das stellen wir quasi das ganze Gewicht. Der Oberkörper ist gerade. Und das andere, was dann das lange Teil vom L ist, steht eigentlich die Ferse, die liegt nur auf, aber ohne Belastung. Und wir tragen jetzt den Fuß, das Bein eigentlich hin und her, gerade stehen. Die Hüfte selber bleibt aber stehen, die bewegt sich nicht mit. Das ist nicht die Übung, sondern es geht darum, dass da der Knochen quasi vom Oberschenkel in der Hüftpfanne hin und her dreht. Und man kann da relativ weit nach hinten drehen und weit nach vorne drehen. Und da ist ein Muskeltraining, sehr klar, weil ja das Gewicht draufsteht. So, dann andere Seiten vom L. Hüften bleibt steif. Schütteln. Wir gehen wieder positiv. Nur ein bisschen, wie gesagt. So. Nächstes, wir suchen uns einen stabilen Stand auf einem Bein. Das Knie. So hochziehen, mindestens auf Nabelhöhe, und wir dann nur den Fuß kreisen. Dann Richtungswechsel. Schaut, dass gerade steht dabei. Schaut sich nicht selber beim Üben zu, sondern gerade nach vorne in den Bildschirm hinein. Ausschütteln, anderes Bein, Nabel hoch, Fuß kreisen, Standbein leicht abgewinkelt, Richtungswechsel, auslockern. Als nächstes gehen wir wieder ein bisschen tief. So, dann wieder ein Bein hoch. Wir drehen jetzt nur den Unterschenkel unter dem Knie durch. Das Knie bleibt möglichst an der Stelle, wo es ursprünglich ist und war. Oberkörper aufrecht, Bauch einziehen, Richtungswechsel. Dann anderes Bein. Hier möglichst stabilisieren. Richtungswechsel. Und wieder kurz ausschütteln. So, wir erweitern dieses Senken. Wir gehen mit den Armen waagerecht raus, möglichst waagerecht. Und jetzt hätte ich gern, wenn wir uns jetzt senken, dass wir nicht die Arme voll mitnehmen, sondern wir versuchen, dass die Position der Hände auf der gleichen Höhe bleibt. Das heißt, ich muss eigentlich so, streng genommen muss ich die Hände nach oben ziehen, aber nicht so viel, sondern gerade so,
Das ist auch ein bisschen was Koordinatives. Und zwar habe ich gespürt, wo bin ich eigentlich und wo sind meine Gliedmaßen und so weiter. Also, das ist jetzt mit der Kamera gefährlich, weil sie natürlich ganz genau seht, ob ich das richtig mache oder gut mache. Ihr selber seht euch selber genauso schlecht wie mich. Aber eins ist zu meinem Trost, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das besser kennen wie ich, aber auch welche, die sich da schwer haben. Also die Aufgabe ist, dass die Hände an ihrer Position bleiben. Ja genau. Das ist ja gar nicht so leicht. Ne? So. Gut, dann wieder auslockern. Nächstes wieder Fuß hoch. Wir versuchen das Knie möglichst hoch zu halten, ziehen es raus, soweit es geht. Gehen nach unten. Hier haben wir keinen Kontakt zum Boden. Ziehen wieder hoch, möglichst hoch. Raus, soweit es geht. Und das ist die Übung. Standbein bitte leicht abwinkeln. Schön hochziehen. Und dann dasselbe von außen nach innen. Möglichst hoch. Blick nach vorne. Nicht sich selber beim Üben zuschauen. Kurz ausschütteln. Anderes Bein. Neuen Stand suchen. Wir haben von innen nach außen, glaube ich, auch angefangen gehabt. Ja. Nach innen. Und das heben wir schon wieder. Dann jetzt machen wir es nach vorne. Arme bleiben an ihrer Position, Hände bleiben an ihrer Position. Gut, wieder ausschütteln. Ordentlich hinstellen. Ein bisschen Knie, Bauch einspannen. So, Blick nach vorne. Wir drehen die Schultern nur in großen, langsamen Kreisen zurück. Wichtig ist, darum habe ich das zuerst so betont, große Kreise und auch langsam. Es geht nämlich nicht darum, irgendetwas zu gewinnen, Geschwindigkeitsrekord, sondern um eine Gelenksmobilisation und um eine Erhöhung der Flexibilität. Und die kann ich mit schlampigen, kleinen, schnellen Kreisen nicht. So, jetzt hätten wir die Schultern gehabt wieder. Als nächstes, wir stellen uns wieder auf ein Bein, ziehen ein Knie hoch. Und wenn wir hier sind, versuchen wir das Knie noch ein Stückchen weiter zum Körper zu ziehen. Aber wir ziehen nicht dabei den Körper zum Knie, sondern das bleibt gerade. Und wir ziehen hier noch ein bisschen nach. Wenn wir hier angekommen sind, machen wir fünfmal den Unterschenkel nach vorne. Schaut, dass mein Knie super weit oben bleibt.
und danach das andere Bein. Also hoch, nachziehen, beim Nachziehen nicht nach vorne klappen, so nachziehen. 5 Mal oder 6 Mal wird es erst, glaube ich, gemacht. So, noch einmal das erste Bein. Und das andere. Dann selbe Übung mit den Schultern, nur diesmal nach vorne kreisen. Gut stehen. Ausschütteln. Nächste Übung, reine Flexibilitätsgeschichte für die Beine oder eigentlich für die Hüfte. Ich hätte gern, dass wir mit dem Knie einen möglichst großen Kreis beschreiben, und zwar nach oben, hebend und wieder hinstellen. Und zwar nicht so, das wäre nämlich nicht möglichst groß, sondern möglichst so, hoch, 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 raus, hinstellen. Andere Seite, hoch, 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 also rüber und dann hoch, hoch, hoch. Rüber und dann hoch, hoch, hoch. Viere schauen, nicht einknicken, gescheite Spannung überall, Standbein leicht abgewinkelt. Einmal da, einmal da, einmal da. Hochziehen müssen wir. Hoch und weit. Große Bewegung. Ich muss hier da oben schauen. Ja, da habe ich mir einen Punkt markiert, wo ich stehen soll, damit ich schön gebückt bin. Seht ihr nicht gescheit, weil die Markierung fast dieselbe Farbe wie der Boden. So, das sieht man auch. Wir kreisen beidarmig, groß, langsam nach hinten. Ausschütteln. Vielleicht ein bisschen so. Dann nehme ich nach vorne. Dann wieder kurz so ein bisschen. So, ein bisschen was für Schultern. Die meisten haben jetzt Schultern immer noch innen, beruflich, auf der Tastatur, kochen, was weiß ich, was alles. Eigentlich ist fast alles im Alltag so nach innen gedreht, mit der Schulter meine. Ich möchte mal nach außen drehen. Heißt, wir stellen unsere Ellenbogen an den Körper und versuchen die Hand neben der Schulter hochzuziehen. Nicht zur Schulter, sondern daneben, da ist der Abstand. Das ist soweit logisch, glaube ich. Man kann sich auch unterstützen, indem man das da so zuüberlegt. Dann weiß man, okay, der Ellbogen ist immer am Körper. Zur Seite, zur Seite. Seite. Aber bitte nicht mit dem Körper mitgehen, sondern es geht echt um das Gelenk und die Zunge. Da ist man immer verkürzt. Andere Seiten. Und weil es
für mich immer so ist, dass ich ein bisschen was koordinativ auch machen möchte, kann man das natürlich auch im Wechselspiel machen, einmal linke Seite, einmal rechte Seite und einmal mit der Unterstützung. Das schaut dann so aus. Kurz ausschütteln. Wir gehen einmal kurz den Kreislauf in die Pepanier. Heißt, wir fangen leicht zu wippen an. Wir haben noch Kontakt am Boden die ganze Zeit. Wir gehen dann ins leichte Hüpfen über. Schaut, dass es elastisch springt. Danach gehen wir vor zurück. Rechts. Oberkörper bleibt gerade. Dann machen wir Ketsche. Dann Hampel lang. Dann Schrittsprünge. Gerne mit, mitnehmen. Dann wieder Bettchen. Wieder Bildung. Vor zurück. Und langsam sicher aufhören, nur noch wippen, so wie ganz einfach. Und kurz ausschütteln. Als nächstes können wir Knie bleiben unten, einfersen, kennt ja jeder. Während wir das tun, können wir auch noch Ellenbogen bleiben unten, die Arme hochziehen. Das Ganze im Wechselspiel. Also rechter Arm, linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein. Also so. So, das hält man. Als nächstes können wir rückwärts kreisen. Und bei diesem Rückwärtskreisen hätte ich gern, ihr habt sehr viele von euch sicher diese Verspannungen in diesen Muskelbereichen hier. Ich hätte gern, dass wir, Kopf zeigt immer gerade, während wir so kreisen, auch den Schultergürtel immer mit der Bewegung mitnehmen, sozusagen unter dem Kopf durchdrehen. Das heißt, wenn der Arm vorn ist, ist auch die Schulter vorn, folglich die andere Schulter hinten, weil ja der Arm hinten ist, logischerweise. Also, ich möchte so, schon seht ihr, ich komme weiter vier wieder, Kopf bleibt gerade, also es dreht sich nicht der Kopf mit, Kopf bleibt gerade, weil jetzt dehnt man hinten, und jetzt kommt die andere Hand, jetzt kommt die andere Schulter vier. Klar? Heißt, ich ziehe einmal auf der Seite den Muskel an und einmal auf der Seite. Und das mache ich mit relativ vielen Wiederholungen, wenn ich das mache. Und somit lockert es unweigerlich die Muskulatur drauf. Wichtig ist nur, dass ihr immer viele schaut. Also schaut es mir an, Bildschirm rein. Und dann schön die Schulter mit viele unter dem Kinn. Die kann man sogar am Kinn streifen lassen, so. Wenn man will.
Gut, das Ganze in die andere Richtung natürlich. Das ist das Gleiche, da kommt auch. Die kommt quasi am Gesicht, aber die Schulter an der Wange. Gut, dann lassen wir die Schulter wieder. Wir machen wieder mal ein paar seichte Kniebeugen sozusagen. Das ist nämlich egal, ihr dürft bitte nicht Knie auf Ihre Schirm, sondern den allerwertesten zurück. Dabei bleibt die Wirbelsäule gerade. Immer gut schauen, Kopf hier schauen, noch ein Spanner. So. Wir stellen uns ein bisschen breiter auf und verlagern oberrechter Aufkörper, würde ich sagen, aufrechter Oberkörper natürlich, verlagern das Gewicht. Da ist gestreckt, der dort fällt nicht rein, sondern bleibt draußen. Wir verlagern einfach nur rüber und darüber und so weiter. Halt. Könnt ihr immer zu mir schauen. Es wird dann auch immer breiter, wenn man möchte. So kann man die Grätsche weiter aufmachen. Rein. Während der Bewegung wird ja schon die Beweglichkeit besser. Wir können es auch mal probieren, wie tief das wir eigentlich kommen. So, was zum Lockern. Wir schieben einfach nur hin und her. Die Arme können auch mit Schwung sich heben. Das könnt ihr auch wieder, also entweder das tragt den ganzen Körper mit. Ja, das machen wir. Den Schwung nutzen. Schlucken wieder. Nächste Übung. Wichtig ist, dass wir die Wirbelsäule, Halswirbelsäule und den Rest den Rücken runter möglichst gerade lassen und nicht den Kopf runter lassen, sondern da grob bleiben. Ich hätte gern, dass wenn wir jetzt die Arme strecken müssen in dieser Übung, diese so ausstrecken, dass der Oberarm am Ohr anlegt und eine Verlängerung bildet mit dem Rücken. Und wir kombinieren diese Streckung mit einer leichten Kniebeuge. Das heißt also, wir fangen mit den Armen in der Hüfte an und während wir in die Kniebeuge gehen, strecken wir die Arme über den Kopf. Machen aber nicht dabei eine Verneigung oder sonst irgendeinen Käse, sondern wir schauen, dass das alles schön gerade bleibt. Das Gesicht ist hinten, alles schön gerade. So. Ja, von der Seite schaut das dann so aus. Und nicht so. Oder wie auch immer. Und wir gehen wieder hoch und strecken. Und hoch, popsch zurück, Arme auf Ohren. Soweit klar, glaube ich. Noch ein paar. Ihr könnt eure Handflächen oben lassen. Und gut. Das war schon
schön. Wir dürfen noch Arme kreisen. Dann andere Richtung. Als nächstes nur die Unterarme kreisen. Die Ellenbogen bleiben da, wo sie sind, sozusagen geostationär, wo bleibt es? Es dreht sich nur der Unterarm durch. Richtungswechsel. Nächstes noch im Kopf. Leichtes Nicken, zurücklegen, nicken, zurücklegen. Dann rechts, links. Bitte alles immer langsam üben. So, als nächstes versuchen wir das Ohr Richtung Schulter zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass die Schultern hochkommen, sondern beide Schultern bleiben unten. Und wir versuchen tatsächlich nur mit dem Kopf das Ohr der Schulter nahe zu bringen. Dann die andere Seite. Und hin und her. Langsam üben. Schultern bleiben unten. Wir müssen nur bitte unsere Finger spreizen, Faust, spreizen, Faust. Aber nicht so spreizen, sondern schon so auseinander. Und auch nicht so, sondern richtig. Spreizen, Faust, während wir das machen, spreizen, Faust, lassen wir, während wir natürlich aufrecht und ordentlich stehen, Knie, Bauch, lassen wir die Arme, Schultern bleiben unten, langsam steigen, während wir Faust spreizen machen mit den Fingern. Langsam steigen lassen. Ordentlich stehen, Bauch entziehen. Das ist jetzt viel bei mir. Ganz wichtig, dass man den herzieht. Wenn wir halbwegs in der Waagerechten sind, gehen wir mit dieser Spreizen-Faust-Geschichte nach vorne. Es kann sein, dass bei der Übung der eine oder andere sagt, okay, es schmerzt schon ein bisschen, aber das ist egal. Deswegen machen wir es ja. Wir sollen ja auch wissen, dass es uns gibt. Nachdem die meisten sowieso jetzt leider sehr viel zu Hause sitzen müssen und das natürlich am Schluss auch die Motivation, sich zu bewegen, verringert, ist es eh gut, wenn wir mal was tun. So, jetzt öffnen wir die Arme. Alles ganz langsam, während wir immer schön spreizen, Faust, schön spreizen, Faust. So. Als nächstes, nur das Handgelenk bewegt sich, Finger und Handrücken bleiben in Linie. Und mit dieser Übung gehen wir wieder nach vor.
vergiss es nicht gescheit zum Stehen. Bauchentspanner. Knie leicht gewinkelt, Popsch gespannt, Brust behoben, Blick nach vorne. Heben. Vorher können wir noch ein wenig drehen, dass sie die ganze Schulter mitkriegen muss. Und fallen lassen. So. Apropos fallen lassen, wir lassen uns einmal nach vorne fallen. Gemütlich kurz ein bisschen die Knie abwinkeln sogar dabei und dann biegen wir uns zurück, Kopf auch in den Nacken legen. Wir biegen uns zurück und wieder vor und zurück und vor und so weiter. Wir versuchen dabei jedes Mal ein bisschen elastischer zu werden, also auch nach hinten, aber nicht die Grenzen ausloten. So, dann biegen wir uns zur Seite, ausschließlich zur Seite. Das heißt, ich möchte da keine Vorwärtsbewegung sehen, sondern wirklich nur so um. Die können wir einfach so so, als nächstes machen wir nur Hüftkreise, es bewegt sich ausschließlich die Hüfte, der Rest bleibt. Also schaut ungefähr so aus. Große Kreise, also Popsch nach hinten, zur Seite, nach vorne und so weiter. Ne? Ja, klar. Dass wir immer die Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule positionieren können und wo sie können. Dann Richtungswechsel. Schaut sich nicht selber beim Üben zu. Schaut nach vorne in den Bildschirm hinein. So, das wäre dieses gewesen. Dann hier noch, ich möchte, dass wir uns vorstellen, von hier weg, vom Hals bis zu den Füßen, stellen wir unseren Körper als ein Band, eine Schnur vor. Und dann drehen wir diese Schnur. Der Kopf bleibt als Basis stehen, wo er steht. Und die Füße natürlich auch. Und der Körper dreht einen möglichst großen Bogen als Ganzes sozusagen unter dem Kopf durch. Der Kopf bleibt, wo er ist. Möglichst große Kreise. Wichtig ist, dass ihr nicht wie beim Kasperltheater, seid ihr alle da, den Kopf so mitdreht, irgendwie. Das ist ganz eine andere Übung, sondern ich möchte, dass der da grob bleibt und mir wirklich vom Hals weg so eine Drehung macht. Möglichst weit nach vorne, möglichst weit zur Seite, möglichst weit nach hinten, möglichst weit zur Seite, möglichst weit nach vorne. Ganz genau. Super, macht ihr das. Und wir drehen die Richtung um. Schaut, es geht vier. Ein bisschen Lachen ist erlaubt. So, ich glaube, soweit haben wir aufgelernt. Ich habe ein paar Kräftigungsübungen für euch vorbereitet. Die nicht viel, drei nur. Meine Bitte. Ich zeige euch einmal jede Übung vor, also Römisch 1, Übung, Römisch 2, Übung, Römisch 3, Übung. Ihr sollt bitte jede Übung, eine Minute Belastung, also machen, kurze Pause, halbe Minuten, 40 Sekunden, wie auch immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann die nächste Übung, Römisch 2, eine Minute, dann wieder kurze Pause, dann die Übung Nummer 3. Wenn ihr damit fertig seid,
fangt ihr wieder an. Übung 1, Pause, Übung 2, Pause, Übung 3. Insgesamt 3 Mal. Das heißt also 1, Pause, 2, Pause, 3. Dann 1, 2, 3, immer mit Pausen dazwischen. Dann wieder 1, 2, 3 mit Pausen dazwischen. Dafür braucht ihr jetzt circa eine Viertelstunde. Ich zeige euch die Übungen vor. Wenn ich euch die Übungen vorgezeigt habe, drückt ihr bitte auf Pause. Ich warte dann so lange, bis ihr fertig seid. Und dann mache ich mit euch noch die Dehnungs- und Entspannungsübungen. Ja. So, also verstanden? Ich zeige euch es kurz vor. Ihr dürft es bitte eigenständig, drückt auf Pause. Dreimal alle drei Übungen hintereinander. Nicht Übung 1 dreimal und Übung 2 dreimal, sondern 1, 2, 3. Noch einmal 1, 2, 3. Noch einmal 1, 2, 3. Eigenständig üben. Pause drücken dabei. Ich warte so lang, versprochen. Und dann tun wir wieder weiter. Okay? Passt. Also. Übung Nummer 1. Wir fangen mit Bauch an. Wir legen uns einmal gemütlich hin. Bei der Übung schauen wir uns ausnahmsweise selber zu. Und zwar so, dass die Lendenwirbelsäule bleibt am Boden, aber der Oberkörper hebt sich und wir schauen auf unsere Beine. Arme liegen. Wir ziehen ein Knie zu uns, stellen den Rist auf. Die Ferse führt jetzt quasi da an. Und während wir den Boden nahe nach vorne strecken, langsam, ziehen wir das zweite Bein an. Und das geht immer so abwechselnd dahin. Boden nahe, die Ferse ganz nach vorne drücken und nicht da oben irgendwo so irgendwas tun. Das ist ganz was anderes. Und ich bin mir sicher, wenn ihr Turnstand hätte, wo die Leute da steht, dann sicher, sicher von 20 mindestens 2. Das wieder so machen dann. Nein, wir strecken voll aus und ziehen das Knie an immer. Nebenbei schaust du zu. Das ist die Übung. Übung 1. Übung 2. Es gibt zwei Varianten, je nachdem wie fit der Satz. Entweder wir machen das oder ihr. Du aus der Bankstellung heraus. Die Übung heißt Eseltritt. Von mir aus kannst du auch so einen Pferdetritt. Im Endeffekt ist es so: Ein Bein zieht her zuerst und tritt dann dynamisch und kräftig mit der Ferse nach schräg oben. Ganz. Also eigentlich, das ist quasi die Übung. Dann natürlich auf der anderen Seite der Eselstritt. Aber nicht nach hinten, sondern nach oben. Ja, nicht nach hinten, nach oben. Und wer ein wenig fitter ist und der Meinung ist, ich möchte den Bauch aber mittrainieren, macht es aus der Liegestützstellung. Geht natürlich auch. Okay, das war die Übung 2. Und die Übung 3, achso, Übung 2 macht es einfach, was ihr seht, wie es euch angenehm ist. 5 Wiederholungen ein Bein, 5 Wiederholungen anderes Bein oder 7 Wiederholungen, je nachdem, das muss jeder selber finden, was er glaubt. Aber nicht einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, da bist du nämlich narrisch. Du musst eindeutig mehrere auf ein Bein machen und dann auf der anderen Seite. Jeweils für eine Minute stütze ich irgendeinen Wecker in der Uhr, keine Ahnung. Dann eine kurze Pause. Dritte Übung. Ganz einfach, Oberkörper bleibt gerade, Blick nach vorne. Wir steigen mit einem Bein gut nach vorne. Das Knie bleibt außen und fällt nicht herein. Oberkörper bleibt gerade und klappt nicht nach vorne. Das Gesicht auch gerade. Und dann gehen wir einfach tief. Zurücksteigen, anderes Bein vorne. Achtung, aufpassen, nicht einklopfen. Oberkörper bleibt immer gerade, Blick ist immer nach vorne. Schöne große Schritte nach vorne. Von der Seite schaut es dann eigentlich so aus. So, das waren die drei Übungen. Erste Übung, Bauch, Tritt nach vorne, oben nahe. Zweite Übung, Eselstritt, dritte Übung, Ausfallschritt. Gut.
Dreimal, alle drei, jeweils eine Minute, kurze Pause. Wenn Sie damit fertig seid, das ist quasi jetzt, dann machen wir es entspannend. Wir haben also als erstes einmal die Oberschenkel beschäftigt. Haltet euch warm, wenn ihr das Gleichgewicht nicht habt. Wir nehmen diese Stellung ein und bauen die Spannung oder den Zug im Oberschenkel dadurch auf, dass wir das Knie nach unten richten und jetzt die Hüfte nach vorne drücken. Nicht dadurch, dass wir hier anziehen, das ist ein Blödsinn. Sondern oben mit Knie, Hüften Viererchen. So bleiben wir stehen und ziehen wir einen Muskel an, sozusagen. Langsam lösen wieder. Bei den Übungen meistens gut. Schnelle Lösungen und schnelles Anziehen ist nie gut. Immer alles schön wirklich dahin. Langsam Druck aufbauen oder den Zug. Hüfte Viererchen. Selber spüren. Schmerzpunkte erkennen. Ruhig sein. Geordnet atmen. Und beim Lösen auch wieder. Langsam lösen. Keine hektischen Bewegungen. Das war mir sagen. Das nächste ist, wir haben auch Bauch und Rücken relativ beansprucht, mit einem einfach den Fuß zurückwinken. Ihr könnt natürlich auch mit dem Kopf zurückgehen dabei. Schaut nie. So, dann sitzen wir uns einmal schnell am Boden. Wir machen eine relativ große Kretsche, also eigentlich so groß, wie es jeder wohl nichts kann. Dann möchte ich bitte die Wirbelsäule hinten in der Lende gerade machen, nicht so, aufrichten und wir kraxeln, wir klettern, so sieht das krabbeln nach vorne. Da könnt ihr euch eine Linie denken und schaut einmal, dass diese Linie rechts, Lendenwirbelsäule ist gerade und jetzt noch über diese Linie drüber, soweit ihr halt kommt. Wenn ihr vorne seid, Lendenwirbelsäule nur mal versuchen, noch weiter aufzurichten, halten und langsam wieder zurückkrabbeln. So, da habe ich lockern, seht ihr, was ich da tue. Und jetzt wieder aufspannen und wieder nach vorne zu der Linie da und über die Linie. Streck dich hoch, mach dich groß und wieder zusammenfallen lassen. Sehr schön. Nächstes, wir ziehen eine Ferse in den Schritt hinein, richten unsere Wirbelsäule wieder auf. Drehen unseren Oberkörpernabel so, dass er zum kurzen, also zum abgewinkelten Bein zeigt. Nabel zeigt zum abgewinkelten Knie. Und jetzt versuchen wir mit dieser Hand, wo die kurze Seite ist, über das Ohr zum Fuß zu kommen, wo gestreckt ist. Ich meine, das können ja nicht direkt umkommst, wenn du wirklich sehr gut gedehnt bist. Wir richten uns wieder auf, abfallen lassen, beim Wechsel, aufrichten, wichtig, aufrichten, Nabel zum abgewinkelten Knie, Arm hoch, liegt am Ohr an, zum gestreckten Fuß. Kann euch leider jetzt nicht ausschauen, also ich hoffe, ihr macht es aber nicht beobachtet, brav mit. Wieder aufrichten, fallen lassen. So, sehen wir es noch einmal, nur eine kleine Veränderung. Wir drehen diesmal den Nabel zum langen Bein und versuchen so nach vorne zu kommen. Ja. Kann man die Füße, wenn man es kaum fassen,
Wer möchte, kann auch die Nase nehmen und das Gemälde mit streicheln. Richten Sie wieder auf. Anderes Bein. Wieder Nabel zum langen Bein und beginnen nach vor. Auch dieses Knie kann man mit der Nase streicheln. Wieder aufrichten. Wir stellen unsere beiden Sohlen aneinander, ziehen beide Fersen in die Körpermitte. Richten aber vorher die Lendenwirbelsäule wieder auf, Schultern sind tief, ziehen wir an. Und jetzt versuchen wir, während wir uns aufrichten, Lendenwirbelsäule gerade, die Knie nach unten zu drücken, aber nur aus Muskelkraft. Nicht oben drücken, sondern einfach so. Die Spannung baut sich mit der Zeit von selber auf, vor allem wenn du dich aufrichtest. Schultern tief. So, als nächstes, wir stehen beide Sohlen auf dem Boden, verlagern das Gewicht nach vorne und stellen uns einfach einmal so wieder. Ferse ist am Boden. Wir legen unsere Ellenbogen auf die Knie und jetzt Rücken gerade. Wir wippen hin und her, indem wir immer eine Ferse heben und uns ein bisschen drehen. Die andere Ferse heben, auf die Art kann man so hin und her wippen, Blick immer in die Kamera, also ich in die Kamera, ihr zum Bildschirm. Möglichst die Knie auseinander. So hin und her wippen. Schau, dass der Rücken gerade bleibt. So, damit die stehen bleiben. Wir stehen ganz vorsichtig mit geradem Rücken langsam auf. Also nicht den Popsch zuerst heben, sondern Popsch bleibt unten. So. Langsam aufstehen. Ausschütteln nochmal. Mal gescheit durchatmen. Gut. Wir dehnen den einen Arm nach hinten. Ellenbogen hier fassen, hinten ist ungefähr die Mitte, wir drücken da runter. Der was drückt, da drücken wir auch den Ellbogen nach oben hinten, also nicht so, sondern so. Oben drücken, gescheit stehen dabei, egal, braucht sie. Freundlich bleiben. Wir haben es gleich geschafft. Lösen. Anderen Arm hoch, oben fallen lassen, umfassen, runterdrücken, den da ausstellen. Wieder lösen. Dann einen Arm rüber, zweiten da, das kennt ihr vielleicht da. Zieher. Oh, Mann, das ist schön. Nicht auf die Körperhaltung vergessen. Ruhig atmen, entspannen. Du kannst fühlen, wie der Puls wieder ruhiger wird. Andere Seite. Wieder. So, dann habe ich noch eine Übung, als Prophylaxe.
Praxis auch für Karpaltunnelsyndrom, diejenigen, die schon operiert sind, wissen, von was ich rede, zieht es einfach so an. Übung ist gestreckt, Handfläche ganz nach hinten und vorher ziehen. Da soll es dehnen. Schultern tief, Körperhaltung normal, nicht einfallen. Ich hoffe für diejenigen, die da schon mal operiert worden sind, dass die Ärzte klug genug waren, dass sie mal eine Hand machen und dann die andere und nicht beide gleichzeitig. Ja. So, andere Seite. Das ist die letzte Übung für heute. Wer möchte, kann natürlich noch einen Seitstütz machen, links, rechts, jeweils eine Minute stehen. Oder einen Vorwärtsstützer, wie auch immer. Das bleibt euch natürlich selber überlassen. Ich möchte euch ja nur Anregungen eigentlich geben. Schön ist es, wenn ihr immer mit tut, während ich es direkt live mache für euch. Ich glaube, das motiviert dann doch auch ein bisschen. So, das hätten wir. Somit darf ich diese erste Videoturnstunde beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Eventuell bleibt gesund. Grüßt euch. Bis zum nächsten Mal. Baba.